Herzlich willkommen, Freunde. Ich habe hier schon mal eine Wildholzwand hergestellt. Die habe ich gerade gefunden. Und heute werden wir... Oh, die sieht nicht so toll aus. Heute werden wir den... Was wollen wir suchen? Den Wollhand... Die Wollhandkrabbe. Die gibt es auch da bei diesen Mündungen da. Oder wie man es nennt. Hecht hatten wir letztes Mal gefunden. Und ich habe noch hier einen Botan-Garnele gefunden. Sehr schön. Habe ich aber, glaube ich, noch gar nicht abgegeben. Habe ich den im Inventar? Oder? Ja, habe ich. Dann platziere ich die bei ihm. Hier. So, super. Und wir versuchen jetzt... vielleicht... hole ich mir mal eben die ganzen Sachen. Dass wir den auch heute safe bekommen. Wir müssen jetzt nämlich aufpassen, dass er klein ist. Ach, der ist im Fluss? Ich dachte, er wäre in der Flussmündung. Ah, der ist im Fluss. Okay, okay. Du kannst... Ach, die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. So sieht die aus. Sieht sehr modern aus, würde ich fast sagen. Aber die Piraten-Tapete gefällt mir besser. So, die Perlen können weg. Du kannst auch weg. Meine Tickets brauche ich jetzt nicht. So, was haben wir hier? Dandy-Mütze, wie siehst du aus? Ah, oh. Ullala. Ullalalala. Pilotenkappe kann auch ins Lager. So, eine Angel haben wir. Dann hole ich ein paar... wo ist das Lager? Hier, ne? Ja, da ist es. Dann hole ich jetzt erstmal ein paar... Köder. Wir haben ja noch ein paar. Ich denke, 30 reichen erstmal. Sonst muss ich halt dann nochmal hin. Gehen. So, also im Fluss. So einen großen Fluss haben wir ja leider gar nicht mehr. Muss ich ja erst noch wieder herstellen. Ah, nein, das macht ja nichts. Ah, du bist leider nicht klein. Du bist nicht klein. Geh weg. Geh weg. Ja, soll ich da gucken oder wo soll ich das machen? Ich meine, wir haben ja hier hinter auch einen Fluss, ne? Na, gehen wir mal hier eben gucken. Wir haben einen etwas längeren Fluss. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Okay. Okay, okay, okay. Dann versuche ich es da unten. Ja. Denke ich, dann versuche ich so unten einfach. Hier weiß ich zumindest, dass da ein paar Fische spawnen. Das ist jetzt auch nicht wirklich was. Okay, dann machen wir das hier, würde ich sagen. Ja. Dann Futter verschreien. So, klein. Ach, du bist nicht klein, aber brauchen wir noch was irgendwas? Den Stör, den bräuchten wir vielleicht noch. Aber vielleicht haben wir den sogar. Haben wir den Stör? Ich guck mal ganz kurz hier rein. Stör, der müsste ja auch hier hinten irgendwo sein. Na, 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 na. Kurz, kurz, kurz einfach mal schnell durchklicken. Da, ja, den Stör haben wir. Okay, cool. Dann brauche ich dich auch nicht. Komm, ich brauche was Kleines. Ja, hallo? Okay, da kommt... Ah doch, da kommt was. Das ist was Kleines. Okay, okay, ich lasse den jetzt da liegen. Dreh dich um, komm. Dreh dich um. Was war das denn jetzt? Komm, dreh dich um. Komm, bitte, Fisch. Kacke. Oh mein Gott. Jetzt bin ich da drüber gesprungen. Ich raste aus. Ich raste aus. Nee, dich brauche ich nicht. Insekten müssen wir auch mal gucken, was neu ist. Ich weiß, Monarchfalter sind neu. Ich muss mal gucken, wie die spawnen. Ob die auch ohne Blumen spawnen können. Oder ist das wieder kleiner? Ja, das ist etwas kleiner.
Jetzt aber. Komm. Kacke. Bisschen weiter nach da. So. Aber dann geht's nicht mehr, oder was? So? Ja. Jetzt haben wir hier schönes. Ein Bitterling. Ja, ein Tilapia. Ein Tilapia. Du bist auch zu... Ich glaube, du bist einfach zu groß. Es braucht wirklich was Kleines. Was ganz, ganz Kleines. Ja, komm, spawn, danke. Du bist auch relativ klein. Aber ich glaube, du bist wieder ein Tilapia. Oder? Überraschst du mich? Nee, du überraschst mich nicht. Du liebst mich nicht. Wieso kommt mir jetzt dieser Song hier ins Ohr? Ich weiß es nicht. Da, oh, da ist unsere Chance, Leute. Wir machen mal direkt da hinten hin. Ich bin doch geistig zerstört, Leute, oder? Ganz ehrlich. Hier, okay, neue Chance, neues Glück. Hallo Thomas. Oh, Alter, ich bin da richtig geistig zurückgeblieben heute. Jetzt habe ich es dreimal verkackt. Ich raste aus. Okay, da haben wir noch eine Chance. Oh, endlich haben wir einen Slime. Oh, das ist ja nicht mehr, glaube ich. Das ist ein Skalar. Ich raste aus. Warte, ist Skala klein? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Skala. Ja. Okay, Skala ist klein. Sehr schön. Sehr schön. Den gibt's auch nur im Fluss. Wie vor gibt's denn diese Dings eigentlich? Warte. 16 Uhr bis 9 Uhr. Okay, okay. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, den jetzt hier rauszufangen. Oh, ich hoffe, wir schaffen das noch. Bist du groß? Zu groß, zu groß, zu groß, zu groß. Ich schaue momentan Away. Es ist eine Serie, die hauptsächlich im Weltall spielt. Eine Mutter, die fliegt zum Mars. Dann wird ihr Mann krank. Oh, ich muss da mal eben ein Geschenk runterholen. Dann wird der Mann krank und die Tochter ist dann erstmal ganz alleine zu Hause. Vater liegt im Krankenhaus. Ja, ein kleines Dramachen für zwischendurch, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Spannung hatte ich aber bisher noch nicht so richtig. Oh, ist das ein Monarchfalter? Sieht danach aus, oder? Echt dann aus, oder? Monarch? Ja, ein Monarch weiter. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir schon mal ein neues Tier für euch. Auch wenn wir was anderes fangen wollten. Oh, in den Geldbeutel. Dankeschön. So. Gehen wir jetzt wieder hier weiter. Köderchen Nummer 3. Muss mal meine Angel wieder ausrüsten. Oh, ich sehe echt lustig aus mit dem Alice-Kleid, dann Mario Dingsbums hier, Brille. Sieht schon lustig aus. Nee, ich mache auch nicht. Komm, jetzt gib mir hier mal was. Kleines, ich brauche was Kleines. Bitteschön. So,
glaube, wenn wir hier nichts mehr bekommen, ne? Dann war es das, weil ich habe den Monarch-Fighter zumindest. Ich habe den Monarch-Fighter zumindest gefangen. Das ist doch schon mal ein Sieg für mich. So. Was haben wir hier schönes? Auch nochmal Skalar, okay. Ah, Skalar, ey. Du bist den ganzen Tag da, oder? Ich hoffe nicht. Ah, what? Wie? Der geht jetzt woanders hin. Das ist dann kein Skalar, oder was? Gott, ich wollte nicht springen. Ich wollte den dann hier hinschmeißen. So. Gott, zwischendurch hätte ich wieder fast gedrückt, Leute. Oh ne. Eine Karausche, die gibt's ja hier auch noch. Ich fass es nicht. Ey. Wie viel ist der Krebswert? 2000 Sternis, also ist ja ein bisschen selten. Aber nur ein bisschen. So, komm noch, ich habe noch 3 Stück. Düpp. Haben wir 30 Stück ausgegeben. Da haben wir jetzt wieder was. So, du bist wieder nach. Boah, ihr wollt mich doch hier alle veräppeln, oder? So. Oh, der ging. Oh, der fühlt sich anders an. Da haben wir sie. Ja! Eine Wollhandkrabbe. Fast hätten wir 2 uns in die Wolle gekriegt. Hahaha. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Wir haben unser Ziel natürlich wieder erreicht. Wie viel haben wir noch? Nur einen Köder haben wir. Hätten wir noch zur Verfügung. Sehr schön. Sind das dann alle Fische? Ich glaube, wir haben dann alles. Oh, warte, den Dingsbums da. Den wollte ich noch mitnehmen. Hat super geklappt heute, ne? Monarchfighter und den hier. Muss ich mir als nächstes die Insekten mal anschauen, wer uns da noch fehlt. Ich hoffe, keine, die an den Bäumen kleben. Das ist nämlich Horror. Hallo Eugen! Eugene oder Eugen. Ich will etwas stiften. So, als erstes stiften wir hier diese Butangarnelle. Genau, das ist das. Sehr gerne. Erzähl mal was. Es folgt eine wahrhaft beeindruckende Enthüllung aus dem Leben der Butangarnelle. Sie, also die Garnelle, ist die ersten Jahre ihres Lebens ein Er. Mit dem Alter erst wird aus ihm ein Weibchen. Eine Eigenschaft, die recht viele Geschöpfe teilen, auch im Ozean. Nicht nur die Garnele ändert sich, ändert mit dem Alter des biologischen Geschlechts. Der Clownfisch, die gewisse Seesterne und bestimmte Vertreter der Barsche tun dies ebenfalls. Eines steht fest, unser Ozean beherbergt wahrhaftig eine Fülle vielfältiger Wunder. Und das war's im Groben. Also wird der Vater von Nemo irgendwann weiblich sein und Nemo auch. Sehr interessant zu wissen, wirklich. Dann hätte er ja in Teil 2 ein Weibchen sein sollen. Mann. Ich weiß aber gar nicht, ob er da überhaupt drin vorkam. Ich glaube nicht. Sehr gerne. So, die Wollhandkrabbe erhielt ihren Namen aufgrund ihrer putzigen, wolligen kleinen Scheren. Ja, das habe ich gesehen. Diese Krustentiere gehen auf eine lange Reise. Geboren im Brackwasser, ziehen sie ins Süßwasser. Schließlich kehren sie ins Meer zurück, um sich zu vermehren. Huh, noch mehr süße Wollhandkrabben. Oh, wie mich der Gedanke an tausende goldige, wollige Krabben entzückt, die im Meer planschen. Ja, das kann ich verstehen, Eugen. Oh, die sah auch echt süß aus, tatsächlich. So, ich habe aber noch was. Ich habe hier einen Monarchfalter, der ist so hübsch. Wie Insekten. Oh nein, ein Monarchfalter. Huh, wieso muss man mich derart peinigen?
mussten sie als Monarchfalter des Winters gen Süden ziehen und im Sommer zurückkehren? Diese orangen Monstrositäten ziehen bis zu 3600 Kilometer weit, um der Kälte zu entkommen. Auf ihrer Reise versammeln sie sich zu tausenden in Bäumen, um sich gegenseitig warm zu halten. Man stelle sich das einmal vor, ganze Horden dieser Flattertiere an einem Ort. Warum können sie sich nicht einfach kleine Männchen anziehen? Na, in jedem Fall, allerherzlichen Dank für ihre wundervolle Spende. Ja, danke schön, Eugen. Ja, passt schon, danke. Ja, Leute, das war's mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.